So, mal wieder einen schönen guten Abend oder was ihr habt gerade. Von mir gibt es jetzt etwas Neues. Also nicht nur meine Frisur, die am Rand erwähnt wird. Nein, es wird heute einmal in Anführungszeichen ja etwas Gesundes. Also ich verrate nur so viel. Es ist eigentlich schon viel verraten, aber ich gehe noch nicht in die Details. Es wird ein Salat. Lasst euch überraschen, die Zutaten seht ihr gleich. Es erscheint zum Anfang vielleicht etwas wenig, aber ich werde aus den Zutaten etwas zaubern. Es ist die Anzahl 7, für mich eine gute Zahl. Und aus 7 Dingen werden wir Millionen Gäume versorgen mit Glücksgefühlen. So. Das sind einmal dieser Salat halt schon fertig, den werde ich dann schneiden. Dann sind das diese Pilze, die werde ich dann warm machen. Vielleicht werde ich auch in der Pfanne diese Zucchini wieder braten. Das heißt wieder, es waren ja letztens Gurken. Dann haben wir, beinahe hätte ich gesagt, Tomaten, die Erdbeeren. Leider gab es die nur noch in der Auslage zum Rausnehmen, aber besser so als nicht. Die waren halt sehr schnell weg, wahrscheinlich früh schon. So, dann haben wir ein Dressing, diesmal Sylterart. Ich wollte erst nicht direkt dran, weil ich nicht so fürs Flachland bin, aber man kann sich ja mal etwas in den Sylter-Style versetzen. Vielleicht kommt der Urlaubsfeeling rüber. So, dann haben wir Pinienkerne, wird mir auch vorgeschlagen, dann Mozzarella. Wir werden das alles kombinieren und werden sehen, was dann Schönes rauskommt. Wir gehen mal kurz ins Licht. So. Bitte habt keine Sorge um meine Finger. Sie sind noch dran. Zunächst waschen wir den Salat. Nicht vergessen, das Wasser aufzudrehen. Und den Salat schön ein bisschen gleich kneten, ein bisschen wie massieren. Ich denke, das tut dem gut. Nicht übertreiben. Wer weiß, was hier für Viehzeug drin ist. Es sieht so aus, als würde ich ihn quälen, aber das tue ich nicht. Ich behandle ihn wie einen Strauß Blumen. So, jetzt rupfe ich mir die Blätter ab und schneide sie professionell, zumindest in der Richtung. Man nehme das Messer, macht die Finger irgendwie zur Gehstellung, ist mir völlig Bockwurst, aber Hauptsache da kommt ein bisschen Salat raus und schneide den halt auf eine nette Art.
So, jetzt noch eine halbe Zitrone. In unserem Fall haben wir jetzt kein Zitronenausquetschgerät zur Hand, deswegen drücke ich die dann so aus in den Salat. Wir haben mit dieser Salatschüssel schon einmal, haben eine Hand, geben etwas Kraft drauf und drücken halt die Zitrone, verteilen sie in diesen Salat. Es ist in dem Fall vielleicht für manchen eine große Menge Zitrone, aber es kann nicht schaden. So. Erwärmen Sie den Ofen. Man sieht es an einer rot glühenden Platte. Waschen die Zucchini. Man weiß ja nie. Jetzt schneiden wir sie wieder. Wir nehmen nicht zu viel davon. Vielleicht knapp die Hälfte. Den Rest werden wir aufheben. Ah, scheiße. Beinahe. Naja, beinahe ist nicht ab. Schneiden Sie in meinem Fall in kleine Streifen. Oder was bei euch rauskommt. Vielleicht schafft ihr auch Würfel. Und nein, ich verschwende keine Lebensmittel, ich speise um diese dunkle Stelle den letzten Rand um. Au. Ich esse sie selber. Das ist keine Verschwendung. So. Und wenn sich jemand noch um dieses Stück Lebensmittel kümmern möchte, irgendwas bleibt immer. Fühlen Sie sich beobachtet von einem Schwein, dann schieben Sie es weg. Am besten mit dem Gesicht, mit dem Rücken zu einem. Wir werden diesmal bei Scheiben bleiben und keine Würfel machen. Ist für manche Fleisch zu grob, aber weil ich nett bin, werde ich jetzt auch kleine Würfel machen.
Aber nicht komplett. So, dies reicht. Es wird ein grober Salat. Und alles schön rein. Die 20 Würfel und 80 Scheiben. Und ja, eigentlich wollte ich die Sorini braten, aber mein Gehirn hat mir einen Streich gespielt. So, es geht es weiter im Text. Die Pilze kommen aber in die Pfanne. Und so, Brett und Messer sind abgespült. Jetzt zu den Pilzen. Auch ich werde sie vorher waschen, was einigen jetzt wahrscheinlich seltsam vorkommt. Ist vielleicht auch nicht so gut, aber mir egal. Und ja, bei mir kommen Pilze mit in diesen Salat. Nicht in dieser Form, keine Angst. Ich mache dieses Brett einmal frei. Vielen scheinen die Pilze wieder etwas groß, grob geraten. Aber da sie sich ja in der Pfanne zusammenziehen vor Hitze, vor Wärme, ist die Stopp. Stellt dies kein Problem dar. Und achten Sie wieder auf Ihre Finger, es sind alle da, alle vorhanden. Auch kein Blut. Diese Pilze werden wir jetzt schön anbraten mit einer leichten Prise Öl wieder. So, der Herd ist angesehen, Pilze werden drauf. Leichte Prise. So. In der Zwischenzeit öffne ich den Mozzarella Maxi, wie er sich nennt, und schneiden es leicht an. Dieses geschärfte Messer will nicht, ich muss es verschärft haben. So. Ein Hauch
dieser Flüssigkeit landet im Salat, was einige abschrecken wird. Aber es ist wirklich nur ein Hauch. Ein Hauch von jedem kann nicht schaden. Der letzte Hauch kommt in das Spülbecken. Somit haben wir jetzt diesen Maxi Mozzarella zur Hand. Die Kamera wartet auf das Schneidebrett. Wo der Mozzarella draufkommt, Maxi. Moment, ich kümmere mich noch um die Pilze. Die brauchen noch einen Hauch Flüssigkeit. Messer zur Stelle. Man schneide Scheiben. Bei dieser Menge werden wir es nicht so grob machen, sondern unseren Zuschauern etwas entgegenkommen, weil zu grob ist wahrscheinlich nicht immer so beliebt. Kleine Stückchen erst einmal Streifen schneiden. Aus den Streifen werden Würfel. Man kann auch drei übereinander nehmen, beziehungsweise vier. Ab einer Menge Höhe von 10 würde ich davon abraten, da dieser Stapel umkippen kann und schwere Schäden verursachen kann. Ob sie gerade oder schräg schneiden, ist letztendlich egal. Ein schöner Schnitt, ein paar kleine Stückchen erfreuen jeden Gaumen. Es gibt noch eine Mixer-Version, die wir aber heute nicht vorstellen. Ist eher etwas für Menschen ohne Zähne. Jetzt jagen wir diesen Mozzarella noch mit in den Salat rein. Es erscheint viel, ist es auch RS-Style. Jetzt kommen noch Pinienkerne hinzu. Man nehme eine gute Anzahl. Die sind recht teuer. So, nicht übertreiben, damit wir noch was fürs nächste Mal haben. In der Zwischenzeit sind auch die Pilze fertig. Und ich werde sie jetzt auch mit hineingeben. In diesen wundervollen Salat. Vergessen Sie nicht, den Ofen auszumachen. Schauen Sie auf Ihr Drehrad. Die Pilze wurden leicht gesalzen, wie Sie gesehen haben. Kommen jetzt mit hier rein in diesen relativ neutralen Salat. Noch ist er etwas neutral. Es ist eine Art, die selten jemand macht, aber ab und zu soll es auf der Welt vorkommen. Wenn es noch jemand so gemacht hätte oder ähnlich macht, den Salat, bitte in die Kommentare schreiben. Die Pfanne setzen wir unter Wasser, damit sie dann auch schnell gereinigt werden kann. So, nun noch zum Sylter Dressing, Sylter Art, der Dressing Sylter Art. Damit kommt bei einigen wahrscheinlich das Ostsee-Feeling,
das Ostsee-Feeling voll zur Geltung und wir werden das jetzt mit in den Salat geben. Nennen wir ihn Erdbeer-Ostsee-Salat. Man schüttelt dieses Dressing, mache es auf. Es ist noch nicht abgezogen. Vergessen Sie die Schutzfolie nicht und werden Sie nicht aus Versehen. Drehen Sie die Kappe drauf, dann haben Sie die Dosierung und werden Sie etwas dosieren. Sie können an einer Stelle anhalten und einen Kommentar schreiben, wenn Sie Stopp gemacht hätten mit dem Dressing. So, wir werden nicht übertreiben, das ist dezent. Nun kommen wir zu dem, auf das alle gewartet haben. Es gibt den Salat, den letzten Schliff und den Namen, den er verdient hat. Es sind die Erdbeeren. Ja, sie sind frisch und wir werden sie jetzt mit dazugeben. Also genießt diesen Moment. Es ist etwas sehr, sehr Seltsames wahrscheinlich für manche, dieser Salat. Er ist aus verschiedenen Elementen, die einige niemals zusammentun würden. Aber da es RS-Style ist, werde ich diese Herausforderung für euch annehmen. Und irgendwo in einem Studio in der Pfalz vielleicht nachkochen. Wir werden sehen. Achtung, genießen Sie den Moment. Ich habe sie geöffnet. Jetzt kommt dieser unwahrscheinlich gute Mix, da die Sache richtig vollendet, noch mit hinzu. So, jetzt sind wir am Schluss angekommen. Es tut mir leid, das Video ist zu Ende, aber Sie können es sich unendlich anschauen. Also, wenn Sie wollen, lassen Sie es durchlaufen, 24 Stunden Stream. Ich werde es so kurzweilig wie möglich versuchen. Tipps und Anregungen werde ich gern entgegennehmen und jetzt kommt es noch zur Umrührung und zur Verkostung. Da ich es nicht lassen kann, werde ich noch etwas Dressing holen. Ich hoffe, an dieser Stelle hat noch keiner Stopp geschrieben. Vielleicht schreibt jemand am Ende erst Stopp. Bitte schön die Kommentare Stopp schreiben, wenn das für Sie genug ist. An welcher Stelle? Und jetzt rühren wir schön weiter. Es sind zwar nicht zu viele Erdbeeren, aber sie könnten eine Note geben, die es noch nie auf der Welt gab. Zumindest diesen Salat, atomtechnisch, gab es noch nie. Oder Moleküle technisch und so weiter. So, okay, ich werde jetzt nicht aus der Schüssel alleine essen, weil vielleicht noch andere was davon wollen. Deswegen habe ich mich jetzt kurz entschlossen, mir eine Schüssel zu nehmen und dies dann euch zu präsentieren, wie ich diesen Salat live esse und koste und euch die ehrliche Meinung gebe, wie er mir schmeckt. Ich habe noch nicht vom Löffel gekostet, ich habe noch nicht aus der Schüssel gegessen.
Ich werde es wirklich 1:1 für euch testen und ihr seid dabei. Da ich in vielen Kommentaren auch herausgelesen habe, im Allgemeinen im Internet, schmeiß dies nicht weg, mach dies nicht, das Plastik kannst du verwenden, dies kannst du da verwenden, die Folie ist da in Ordnung, das kann man hier verwenden, nehmen Sie dies und schmeißen Sie es nicht weg, Sie können es noch verwenden und nehmen Sie es dazu, habe ich mich kurz entschlossen, meine Plastikschüssel für euch aufzuheben, nicht in den Müll zu werfen und sondern zu einer Schüssel zu machen. Man braucht sie am Ende auch nicht abzuwaschen. Wie gesagt, es ist für manche ein Geniestreich. Für mich ein kurzer Gedanken. Ja, wie beende ich solche Sätze? Eine kurze Gedankenexplosion, Punkt. So, jetzt schaufeln wir uns diesen Salat herein. Und die Reaktion kommt gleich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Asträne. Also ich hätte mir nicht besser kaufen können. Ihr werdet lachen, aber das ist fantastisch. Wie die Erdbeeren durchkommen. Geil. Oh, entschuldigen Sie. Entschuldigt für diese Emotion mit Gay. Aber ich glaube, das darf man. Also diesen gibt es wirklich nichts zu kaufen. Ich glaube, ich brauche halt kein Abbrot. Alter, ich schmeiß mich jetzt noch in den Salat rein hier und viel Spaß. Also ich bin wirklich fasziniert. Also guckt selbst nochmal rein. Habt ihr jetzt alles verfolgt? Sieht vielleicht ein bisschen mystisch aus jetzt, aber der Geschmack, ich weiß auch nicht. Naja, sehe ich ein Kotzzeichen im Kommentar, ist das eure Meinung? Mir schmeckt's. Und wann ihr dieses Video jetzt seht, früh morgens, abends, irgendeine andere Uhrzeit. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Bringt ein paar Abonnenten rein und Daumen nach oben. Selbst Daumen nach unten werden akzeptiert. Es ist halt dann so, aber wie gesagt, für mich ein sehr guter Salat. Ich bin kein Salatesser, aber was ich mir hier auf die Beine gestellt habe, bin ich wirklich selbst stolz auf mich. Ich habe noch nie so einen Salat, also mit so viel Arbeit gemacht und das ist wirklich jetzt mal was Feines. Also werde ich vielleicht öfters mal machen. Ich weiß nicht, wo ich den Tipp her habe, weil ich selbst keinen Plan. Bis zum nächsten Mal.